Noch eine Seite? Ja, aber nur... Ich weiß nicht. Du wagst 2400. Na gut. Du, verzaubern. Kettenrüstung. Beschleunigt die Erholung. 15 Ausdauer und 5 Rüstung. Hast du schon irgendwas, das die Beschleunigung, die Erholung beschleunigt? Nee. Ich glaube, das ist fast besser als Ausdauer und Rüstung. Weil Rüstung 5 Punkte ist nicht ganz so viel. Und Ausdauer kriegen wir durch den Lichtbuff da doch schon ziemlich viel. 26, 36, okay. So. Gut, nächster Raum. Du vor nochmal heilen. Noch so ein runder Raum. Aha! Na. Die sind wieselflink. Kaum geht die Tür auf, verteilen die sich in jede Richtung. Bumm. Hoppla. Hoppla. Du. Eisbombe. Du. Prismenfeuer. Du mach doch lieber Implosion. Du mach einfach der Verbrennen, dann passt das schon. Ja. Also Single Target ist doch die bessere Wahl meistens hier. Du heil bitte deine Sünden. Ganz schön gut verteidigt hier alles. Überall diese Sicherheitstüren, sehr enge Gänge, Kontrollräume zwischendrin. Was ist das hier? Aha! Kisten. Nicht genug Gold. Oh, ist okay. 3 Punkte plus 9. Fetzen von Gariks Tagebuch. Wenn es nicht das eine ist, dann ist es das andere. Nun will Archibald, dass ich seine Armeen mit den besten Gegenständen ausstatte, die ich herstellen kann. Ich wurde gezwungen, von Alamos hierher zu ziehen, sodass ich so schnell wie möglich diese Aufgabe bewältigen kann. Ich habe den verdammten Kristall bei meinem Kollegen in Alamos gelassen. Hoffentlich kann sie bald einige Kenntnisse aus ihm gewinnen können. Auch wenn ich wünsche, dass sich Archibald überlegt, was nun geschehen soll. Alamos. Hm. Oh. Oh. Ein Stab des Feuers, ja. Du. Schwäche ein. Gold, 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 Gold. Ah. Hm, okay. Aha. Du. So. Nichts mehr drin, okay. Ja, kleine Schatzkammer, immer gut. Da geht's weiter. Hallo. Oh, Fahrstuhl. Nicht gut. Ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich sehe überall Feuerbälle fliegen, dank unseres magischen Auges. Okay, wir haben noch eine Tür. Ich bin dafür. Du überschreibst mal den Sprungpunkt. Oh, du hast keine Zauberpunkte mehr. Hier nicht. Hier nicht. Wie viele Zauberpunkte hast du denn? 2. Du brauchst mehr. Es hat geklappt. Ich glaube, du brauchst noch mehr. Eventuell brauchst du sogar noch mehr als 20, aber das gucken wir gleich. Du, Stadtportal 20, passt genau. Freehaven, diesmal bitte richtig laufen. Oh, warte, wir können einfach in die, genau, in die Schule gehen. Level up, level up, level up. 9 Fähigkeitspunkte. Du, Bogen. Ja, sollten wir später auch mal Meister werden. Ich weiß gerade noch nicht, wo der Meisterlehrer ist. Das könnten wir aber in Burg Ironfist nachgucken. Aber nicht jetzt. Jetzt haben wir gerade eine konzentrierte Phase. Wir wollen den Dungeon abschließen. Wir wollen uns nicht ablenken lassen. Also, Kondition. Du wolltest Speer hochbringen und Kette. Du warst mir überlegen, ob du Leder ganz hoch bekommen sollst. Oder lieber mehr der Lebenspunkte oder und Zauberpunkte. Die Punkte bewahre ich mir erstmal auf. Und du hast gar kein Level Up gehabt. Okay, du. Tag des Schutzes. Du. Tag der Götter. Du spring uns bitte zurück, zurück, zurück nach Karik Schmiede. Wow. Okay.
Sprungpunkt ist komisch. Hätte uns umbringen können, hätten wir nicht vorher Federfall gezaubert. Notiz an selbst, diesen Sprungpunkt nur benutzen, wenn Federfall aktiv ist. Du Stunde der Kraft. Rundenbasierend an. Tür bewegt sich nicht. Was? Tür bewegt sich nicht. Ah, wo? Da ist gar nichts. Bin richtig hibbelig. Ich habe hier irgendwelche bösen Erinnerungen, das weiß ich noch. Böse Erinnerungen. Ja. Hier lohnt sich jetzt definitiv Flächenschaden. Tuhuhu. Inferno. Du versuchst links was wegzufokussen, damit wir uns weiter nach rechts drehen können. Prismen-Dingens. Gerogon guckt komisch. Du fokussst wieder den da. Und der verkriegt sich in die Ecke. Na gut, dann gucken wir einfach nach hier. Du. Inferno. Du schießt auf den. Du Prismenfeuer. Au, 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 au. Du schießt auf den. Du, genau. Du, stopp. Du drehst ihn nach da. Implosion auf ihn. Sehr gut. Jetzt nur noch alles, was hier vor uns ist. Prismenfeuer. Au, 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 au. Oh, da verkriechen sich welche. Das ist ein gutes Zeichen. Au, au. Recht viele beschädigte Sachen. Prismenfeuer. Und jetzt können wir, glaube ich, schon fokussen. Kaputt. Au. Oder auch nicht. Du verwende bitte jetzt deine Zauberpunkte, bevor wir später keine Zauberpunkte mehr dafür haben. Heilung. Weg. Weg. Wow. Da ist mir in Lava gewurzelt. Du. Schrapnell trifft Feuergeist für 51. Das geht, okay. Du machst das. Da hinten sind noch mehr Magier. Vorher. Wir sind heilen. Keine Türen aufmachen. So. Schießen, schießen, Implosion, Irrsinn heilen. Bei Gerogon ist nicht so wichtig. Irrsinn sorgt nur dafür, dass sie keine Zauberpunkte regenerieren können. Und er hat keine. 31. Weg mit dir. So, da hinten. Warte mal. Implosion auf das Feuerwesen. Hirnschlag auf den da. 4 Punkte. Du verbrenn auf den da. Ist tot, okay. Irgendwas schießt hier auch noch auf mich. Nicht so wirklich. Achso, es sind nur Feuerbilder, die aus der Lava da unten kommen. So, weg mit dir, weg mit dir. Wenn man dem Korridor folgt, sehen wir dann noch mehr Feinde. Wahrscheinlich noch mehr Feuerwesen. Wir haben jetzt noch richtig mehr viele Lebenspunkte. Ich glaube, wir stehen auf einer Falle. Oh, okay. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Hast du 20 Punkte? Nicht genug Zauberpunkte. Du hast 15. Okay. Da, da, da. Raus, raus. Eventuell haben wir jetzt genug für ein Level-Up. Yep. Sehr gut. Du kannst ihn jetzt nicht mehr heilen, richtig? Nein. Okay. Dann gehen wir zu unserem Tempel, den wir mit aufgebaut haben. Und heilen der Gerogons Irrsinn. Haben wir da unterwegs Kinkel? Oh. Repariert. Repariert. Kinkelizinsen verkaufen, wollte ich sagen, aber repariert. Erstmal andere Sachen. Oh. Da und da und da. Repariert, repariert, repariert. Du und du gehören zu ihr. War
warum auch immer sie nur 5 Ringe hat. Repariert. Du, 10 auf alle Resistenzen da. Okay, Kinkelitzchen. Platz machen. Weg, 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 weg. Danke. Reicht erstmal. Genau, da war der Tempel. Ne, da war der Stall. Hufeisen? Nein. Ist auch egal. Das ist einfacher, den Tempel zu finden. Kartograf, Lehrer. Keine Zaubermeister auf dem Weg. Na gut. Du. Heilen. So. Du. Tag der Schutz ist du. Vor allem, damit wir Federfall bekommen. Du, Tag der Götter, du springst bitte zurück dahin und fällst runter. Genau. So, da ist noch ein Zauberer aktiv. Weg mit dir. So. Euch töten wir und dann gucken wir uns aber erstmal den Raum da an. In der Hoffnung, dass wir doch noch irgendwo hier einen sicheren Hafen schaffen können. Oh, nicht verbrennen. Implosion wollte ich. Schieß, schieß, Implosion, schieß, schieß, schieß. Genau, so. Zurück, 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 zurück. Du mach bitte Stunde der Kraft. Oh, ist ein interessanter Raum. Das ist wahrscheinlich der zivilisierte Weg. Und das der andere ist quasi durch die Produktionsstätten. Das sind wohl so eine Art Lavaschmieden mit den Feuerelementaren da drin. Sehr abgefahrene Gegend hier. Okay. Also hoch, hoch, hoch. Gucken, was da oben ist. Zwischendurch auch schön immer alle Fackeln überprüfen. Wände abklopfen und so weiter. Aber hier scheint nichts zu sein. Ist da eine Tür oder eine Kiste? Eine Tür, okay. Das Hauptlabor vielleicht? Oh. Ja. Er sah aus wie bestellt und nicht abgeholt. Jupp, das sieht wichtig aus. Okay. Wir haben kaum noch Zauberpunkte. Sie verbraucht die doch ziemlich schnell. Wir sollten bei ihr unbedingt die nächste Stufe wieder Meditation nehmen. Wie viel hast du? 296. Du hast 450. Aber sie ist halt auch halb Krieger, halb Zauberer, ne? Das zahlt sich irgendwann heim. Okay, versuchen mal ein, zwei mitzunehmen. So, weg mit dir. So. Hey, das geht sogar einigermaßen gut. Ich hätte irgendwie mehr erwartet für so einen pompös hergerichteten Raum, der hinter einer Lavabrücke ist und komische Zickzackräume und so weiter. Weg, 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 weg. Okay. Du durchsuchst die Bücherregale. Paar Bücher. Nichts Besonderes, aber ein paar. Tada! Sanduhr der Muße. Suchgegenstand. Sehr gut. Was zum Verkaufen, was zum Verkaufen. 15 Glück und regeneriert Zauberpunkte pro Zeit. Ja, wenn das bessere Schuhe wären, dann wäre es eine schicke Verzauberung. 6 bis 15 Elektroschaden. Das klingt doch gut. Ja, definitiv besser. Zip. So. Das hier ist ein Arbeitstisch, wo kein geheimer Knopf dran ist, okay. Ja, das war das Zentrum dieses Dungeons, würde ich sagen. Euch ignorieren wir. Jetzt haben wir allerdings noch den Lava-Tunnel da. Den würde ich mir ganz gerne nochmal angucken.
Also springen wir mal raus. Heilen unsere Helden hoch. Springen wieder zurück. Die ganzen Lava-Elementare töten. Ist irgendwie Verschwendung. Zumal wir nicht besonders viele Leute haben, die sie auch effektiv schädigen können. Das heißt, wir laufen jetzt da einfach einmal durch. Leuchtfeuer zurückrufen dahin.